Thema unseres heutigen Webinars ist die Arbeitsweise der Zukunft mit Microsoft Power Platform. Optimiere deine Prozesse mit Power BI, Power Apps und Co. Bevor wir aber natürlich auf das Thema eingehen, über den M365 Cosmos sprechen, möchte ich nochmal gerne ein paar allgemeine Themen zur PCO verlieren. Für alle die PCO noch nicht kennen, einige Teilnehmer hier kennen die PCO schon seit Jahren, also für euch wird es vielleicht oder für sie wird es wahrscheinlich langweilig. Nichtsdestotrotz möchte ich da kurz einmal darauf hinweisen, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. 1984 gegründet, dieses Jahr feiern wir unser 40-jähriges Jubiläum. Seit Tag 1 sind wir in der Hand der Gründerfamilie der Hellmann aufgehangen. Was mich sehr, sehr freut, wir sind sehr, sehr stark am Wachsen und ja, die Folie ist ein bisschen älter, aber wir sind mittlerweile schon über 200 mitarbeitende Kollegen, für die, die uns vielleicht ein bisschen länger kennen. Ja, wir sind die letzten 2-3 Jahre sehr stark gewachsen und was natürlich auch die aktuellen Themen, über die wir heute sprechen, mit zur Folge hat, alles rund um den Microsoft 365 Cosmos, war natürlich die letzten Jahre, jeder weiß, ein Riesenbooster. Und die Anforderungen sind natürlich immer größer geworden. Thema Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Seit 2013 sind wir ISO 27001 zertifiziert. Weise ich immer wieder auf jedem Webinar darauf hin, finde ich auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Auch allgemein das Thema Cybersecurity ist in allen Bereichen durch die Bank weg, auch im Microsoft Cosmos immer wieder ein wichtiges Thema. Aber ist heute nicht Fokus. Viele kennen uns ja auch über diese Themen. Darauf weise ich halt immer gerne nochmal hin. Lassen Sie uns direkt mal zu den Herausforderungen kommen. Ich habe hier so eine etwas provokante Folie geteilt. Kann vielleicht ein bisschen anstößig sein, aber jeder, der mich kennt, vielleicht auf persönlichen Termin weiß, dass ich gerne oder dass wir als PCO gerne auch mal provokanter sind. Und hier steht, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich denke mal, das ist ein Spruch, den wir mal sacken lassen müssen, weil die letzten Jahre, ich möchte diese Corona-Geschichte eigentlich gar nicht mehr aufrollen, aber ja, es ist halt eine prägende Zeit gewesen und es hat sich in dieser Zeit viel verändert. Viele Technologien sind in die Häuser gekommen, wo man vor Jahren gedacht hätte, hey, so oder die Arbeitsweisen haben sich verändert, so hätten, also keiner, viele. Ich selber konnte mir auch teilweise gar nicht vorstellen, so wie wir heute arbeiten, dass wir hier so arbeiten werden. So. Und auf Herausforderungen folgen halt Lösungen. Und wir haben das Ganze bei uns in unserem Geschäftsfeld Modern Infrastructure so in 4 Teilbereiche unterteilt. Die Teilbereiche nennen sich einmal Kollaboration, Mailing, Prozesse, wo so Themen wie Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, auch das Thema heute Microsoft Power Platform runterfallen. Das Thema oder die Themen Public, Private oder On-Premises, wo wir tatsächlich über On-Premises oder hybride Infrastrukturen sprechen, Konzepte ausarbeiten, Cloud-Strategien ausarbeiten, ob es Private Cloud ist oder Public Cloud, persönlicher Fan von, viele, die mich kennen, wissen, ich bin ein großer Fan von Azure, oder da auch diverse Services wie so ein Managed Microsoft 365 Backup Service mit verankern. VDI, Gateway und Migration ist auch ein wichtiges Thema, wo wir dann über Citrix-Technologien, wo wir über Jahre Erfahrung gesammelt haben, sprechen. Thema Azure Virtual Desktop und so weiter und so fort. Genauso wie auch den Punkt Benutzer, Identitäten und Geräte, wo wir uns tatsächlich um Sachen kümmern wie Microsoft Endpoint Management. Eagle ist ein wichtiger Hersteller, den wir bei uns noch im Portfolio haben und so weiter und so fort. Das dazu. Viel mehr möchte ich darüber nicht verlieren. Aufgrund der Zeit und aufgrund des Themas, was wir heute haben, und zwar Microsoft Power Platform, was ja wirklich ein großes Thema ist und ich bei immer wieder in Kundengesprächen merke, dass das Interesse oder der Anklang dafür groß wird, möchte ich auch direkt hier einsteigen, und zwar in den Titel des heutigen Themas. Und da möchte ich gerne wieder meinen lieben Kollegen Robin mit dazu holen. Robin, the stage is yours. Let's talk about Microsoft Power Platform. Machen wir. Microsoft Power Platform ist ein Name für eine Sammlung
Applikationen, Anwendungen würde ich es nennen, die Microsoft bereitstellt im Microsoft 365 Kosmos, die eine Verschiedenheit an Funktionen mitbringt, um pauschal gesagt, würde ich fast sagen, effizienter arbeiten zu können. Die einzelnen Applikationen machen natürlich deren eigenen Ding, würden wir gleich auch drauf eingehen. Man sieht die schon eingeblendet, was steckt da alles drin. Wir haben Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agents und Power Pages. Die sind alle miteinander vernetzt und auch, wie gesagt, wieder mit in dem Microsoft M365 Cosmos mit alle anderen Dienste vernetzt, sagten SharePoint, Exchange, etc., etc., OneDrive. Und man kann die natürlich auch eigenständig verwenden. Um ein bisschen tiefer auf die Funktionen einzugehen, wir fangen einfach links an. Also Power Apps ist eine Möglichkeit, um innerhalb der Firma, würde ich es benennen, Apps bereitzustellen, ob das jetzt im Webbrowser ist, in Microsoft Teams, in der Power Apps App, die man auch auf dem Handy installieren kann, auf dem Laptop etc., kann man halt Apps, die Mitarbeiter bereitstellen, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Da sind wir ziemlich frei, was damit zu machen. Also wie wir so eine App einrichten, das sehen wir gleich, wenn wir zum Live-Demo kommen. Aber da, man muss es so sehen, wie halt eine App auf dem Handy, aber nur selbst entwickelt. Power Automate, wie der Name es schon sagt, Power Automate, also automatisieren, ist eine Möglichkeit, um wiederkehrende Geschäftsprozesse zu automatisieren. Ob es jetzt geht um Datenverarbeitung oder einfach das Hinterlegen von Daten, von Infos. Genehmigungsprozesse kann man automatisieren. Solche Sachen muss man dran denken. Auch das werden wir gleich, da werden wir tieferen Einblick haben. Power BI ist eine Möglichkeit, um größere Datensätze zu visualisieren. Man muss da denken an größere Reports, die man bekommt, CSV-Dateien, Databases, die man dann halt, so wie man das auch früher von Excel ein bisschen kennt, dass man halt so einen Pie-Chart machen kann oder eine Grafik. Mit Power BI macht man das halt zu einem großen Report-Dashboard, wo man alle Daten filtern kann, visualisieren, wie gesagt, und auf eine benutzerfreundliche Art bereitstellen, anstatt halt eine CSV-Datei, wo nur die Rohdaten drin sind. Gerade so für Zahlenmenschen natürlich sehr interessant, Robin. Du weißt, intern nutzen wir das auch sehr intensiv und ich finde es wie, also allein optisch in der Darstellung und die Informationen, die da reinfließen, ist total genial. Also mit einer meiner Lieblingstools, muss ich offen und ehrlich gestehen. Das auf jeden Fall für mich als Anwender, auf jeden Fall als Techie eher nicht, muss ich auch sagen. aber auf jeden Fall, die meisten Leute können halt mit so eine große Datei und einem großen Datenbank mit ganz vielen Daten halt nichts anfangen. Oder zumindest weniger anfangen. Ja. Kommen wir zum nächsten, Power Virtual Agents. Würde man sehen als eine Möglichkeit, einen Chatbot zu erstellen. Ich nehme da immer das Beispiel, wenn eine Supportabteilung eine Anfrage bekommt, ob sie jetzt vom Kunden ist oder eine interne Anfrage, dann gibt es immer so Standardfragen, die man abfragen möchte. Ob das jetzt, weiß nicht, wenn ich mich intern bei der IT melde, dann möchten die immer wissen, ob das nur auf meinem Laptop stattfindet oder auf dem Handy, was für einen Fehler ich dann auch habe. Und solche automatisierte Fragen kann man halt mit Power Virtual Agents kann man abfragen, ohne dass da halt eine wirkliche Person Fragen stellen müsste. Man hat da natürlich 1000 andere Anwendungszwecke, aber ich denke mal, dass so eine Helpdesk-Anfrage das meist Greifbare ist, was zumindest in jedes Unternehmen da sein würde. Man kennt das halt auch, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, bei der Telekom oder bei Vodafone eine Anfrage stellen möchte und das nicht per Telefon mache, dann kommt da immer so ein Assistant. Weiß nicht, wie die heißen. Manchmal ist es Laura, manchmal ist es was auch immer die heißt. So würde man das quasi dann auch fürs eigene Unternehmen herstellen können.
Power Pages ist eine Möglichkeit, um Websites herzustellen. Ich nenne das mal eben Websites. Es muss ja nicht eine Website sein, wie man das wirklich kennt, so wie pconline.de. So groß müsste es nicht aufgesetzt sein, aber zumindest eine Möglichkeit, um Daten bereitzustellen, Vorlagen bereitzustellen etc. Ist ein bisschen vergleichbar mit SharePoint-Sites, aber natürlich halt andere Möglichkeiten, weil es halt hier in der Power-Plattform vernetzt ist und man dann auch Automatisierung sofort auslösen kann, Daten aus Power BI bereitstellen kann, ist eine Erweiterung von eigentlich alle, die wir gerade vorgestellt haben, wo man die alle kombinieren könnte, zumindest wenn es geht um Visualisierung oder zumindest das Zusammenanzeigen von alle Prozesse, Daten, alles Mögliche. Man könnte aber auch, ist meine Meinung, für Power Pages könnte man auch eine SharePoint-Site benutzen. Das Einzige, was Microsoft hier auch schon drunter sagt, external Websites, SharePoint ist eher für intern benutzt, für gemeint. Ja. Das so im Ganzen, Daniel, wolltest du dazwischen? Ja. Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick und das Eingehen auf die einzelnen Apps. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch weitere zu den jeweiligen einzelnen Apps noch weitere Folien zeigen. Wir sind aber keine Freunde von Folienschlachten. Deswegen würde ich empfehlen, Robin, lass uns doch gleich einfach zu der Live-Demo kommen, weil wir haben, du kennst es ja auch aus den Projekten, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wir als PCO haben grundsätzlich immer so eine Hands-on-Mentalität. Und bevor wir viel aus der Theorie erzählen, würde ich mich einfach darüber freuen, Robin, wenn wir sagen, hey, natürlich hast du was vorbereitet, klar, aber lass uns einfach mal schauen, was können wir live zeigen. Und ich habe vielleicht sogar ein paar Use Cases, Robin, die wir nicht abgesprochen haben, also du gehst heute auf die Probe gestellt. vielleicht hast du schon Apps, die vorgefertigt, die wir darauf anwenden können, über die wir einfach mal sprechen können. Aber ich blende jetzt einfach mal das Teil meines Monitors. Ich würde dir jetzt einfach mal übergeben. Und ja, sag so schön, the stage is yours. Ich fange mal an mit meinen Teilen. Da muss ich zum richtigen Fenster. So. Da. Jetzt sollte man hier meinen Bildschirm sehen können. Passt. Ist eine Demo-Umgebung, deswegen natürlich sind alle Daten, die da drin sind, nicht real. Wollte ich mal eben dazu sagen. Was wir hier sehen, ist das Admin Center oder zumindest die Verwaltungsoberfläche von Power Automate, wo man noch nicht in einer Automatisierung drin ist, sondern wo man eine Auflistung hat, was gibt es in meiner Umgebung. So gibt es das auch für zum Beispiel Power Apps, welche Apps gibt es, und für alle anderen Teile der Power Plattform gibt es so eine Seite. Aber wir wollen natürlich eher unter der Haube schauen, was da so losgeht, was da so abgeht quasi. Nochmal zurück, Power Automate war ja Automatisierung. Power Apps sind halt Firmenanwendungen, die man bereitstellen kann. Das sind derzeit, zumindest in diesem Demo, die Hauptthemen, weil das A, unserer Meinung nach, bei den meisten Kunden am meisten brennt, nenne ich es mal eben. Und B, die anderen, zum Beispiel Power BI, das ist ein viel zu großes Thema, um in eine Stunde eben kurz als Live-Demo anzuzeigen, zu implementieren. Fangen wir mal an. So, ich habe hier ein paar Flows hinterlegt. Die unteren drei, die sind von Microsoft selbst erstellt worden, kann man also erstmal ignorieren. Use Case 1. In diesem Fall Demo-Rechnung. Sorry. Robin, ja. Vielleicht, ich unterbreche dich da einfach mal frecherweise. Ja. Vielleicht mal Thema Use Case, mal eine Idee. Ich hoffe, ich überfalle dich damit nicht, aber du sagtest mir, dass das relativ einfach zu regeln ist mit Power Apps, ja, mit Power Automate. Beispiel,
produzierendes Unternehmen. Halle, ich habe, also Beispiel, ich setze mich da jetzt mal rein. Ich bin Mitarbeiter eines produzierenden Unternehmen, bin jetzt Produktionsmitarbeiter und habe jetzt mal nachts Probleme mit der IT, weil oder irgendeine Maschine funktioniert nicht oder wo IT mit eingebunden ist, wie auch immer. Nachts ist die IT ja in der Regel nicht da. So. Ich weiß aber, dass es bei uns Bereitschaft gibt oder beziehungsweise es muss ja jemand Bereitschaft haben. So. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich da diese Person erreiche? Weil ich, ja, wir haben jetzt, ich stehe jetzt vor dem Problem und ich wüsste jetzt nicht, wie ich kontaktieren soll als einfacher Produktionsmitarbeiter. Ich weiß nur IT anrufen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, diesen Prozess schlanker oder schön zu gestalten, sodass, weil ich als Produktionsmitarbeiter da Kontakt aufnehmen kann? I need your help. Auf jeden Fall. Dafür muss ich aber eben die Bildschirmfreigabe auf meinen anderen Browser legen. Das ändere ich eben schnell. So. Dann gucken wir erst unter der Haube von Power Apps nämlich. Und zwar. Ich habe das jetzt mal in so einen Raum geworfen. Das ist ja immer, also es ist tatsächlich ein Thema, was wir immer öfter erhalten: Bereitschaft. Und wie kann man sowas gegebenenfalls abbilden? Deswegen hatte ich mir das mal als Use Case, ja, ist mir das jetzt mal in den Kopf geschossen. Ja, hier ein Beispiel. Also du bist zwar als Demo-Info-Daten eingetragen, du hast hier aber nichts mit zu tun, tatsächlich. Wir benutzen das hier intern oder zumindest wird benutzt, weil der Prozess noch teilweise ausgerollt wird, um hier sehen zu können und auch die Leute erreichen zu können, wer in welchem Bereich bei uns intern Bereitschaft hat. Dein Beispiel, ein produzierendes Unternehmen wird vielleicht andere Abteilungen haben, also wird keine Microsoft-Abteilung vielleicht haben und man möchte jemand in der Produktion vielleicht auch nicht entscheiden lassen, ob der jetzt jemand im Bereich Networking oder Storage oder was auch immer braucht. Ja. Das wäre aber, wie es bei uns intern halt gebraucht wird. Ich starte die App eben. Was man da hat, das ist natürlich jetzt die Mobilansicht. Man kann das Ganze auch auf dem PC anzeigen lassen. Da muss der App ein bisschen umgebaut werden, umskaliert werden. Man sieht hier pro Abteilung, das Demo bitte eben ignorieren, wer hat derzeit Bereitschaft mit deren Foto. Fotos sind nicht unbedingt wichtig, aber ist immer schön, um damit anzeigen zu lassen. Und wenn ich dann zum Beispiel hier Daniel Stolf im Thema Firewall erreichen möchte, klicke ich da auf Daniel Stoll, habe ich sofort seine Kontaktdaten mit einer Möglichkeit, um sofort entweder anzurufen, eine E-Mail zu schicken, Teams abzurufen. Das öffnet auch die jeweiligen Apps, also E-Mail öffnet mein Outlook, anrufen würde auf dem Handy zumindest einen Anruf starten in den Dialer vom Handy selbst und Teams würde halt ein Gespräch mit Daniel öffnen, so dass ich Daniel sofort erreichen kann. Das ist natürlich basiert auf ein Unternehmen oder eine Anwendung, wo dahinter keine Automatisierung stattfinden müsste. Nachts wird vielleicht, wenn es Bereitschaft ist, Daniel wohl schlafen und dementsprechend, wenn da eine Automatisierung über Power Automate hinterlegen würde, würde er das wahrscheinlich nie mitkriegen. Muss ich den explizit anrufen. Man kann natürlich aber auch eine Automatisierung hier hinterlegen auf eine bestimmte Taste. Das alles selbst zu definieren. Genau das gleiche für andere Abteilungen. Jetzt habe ich Daniel wieder ausgewählt. So. Ich kann das, dass er halt eine bestimmte Option öffnet, kann ich in diese Version der App nicht anzeigen, weil das halt für ein Handy gemeint ist. Aber das würde halt in diesem Fall Outlook öffnen mit einer neue E-Mail. Das könnte man in deinem Fall auf jeden Fall auch weiterverwenden in ein Produktionsunternehmen, wenn da nachts was stillsteht und die Hütte brennt und die normale Hotline der IT nicht erreichbar ist, sondern ich über eine Bereitschaft gehen müsste. Okay. Gut. Für mich erstmal keine Fragen. Grundsätzlich für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gerne Fragen oben in diesen
FAQ oder Q&A, da steht F und A, für mich ist immer Q&A-Button, gerne reintippen, also feel free, wir werden die Fragen auch live, oder beziehungsweise wir haben nachher ein bisschen Zeit eingeplant, um Fragen zu beantworten, gerne direkt Fragen stellen und ja, damit wir im Nachgang darauf eingehen können. Robin, ich hatte dich aber ursprünglich unterbrochen bei einer Geschichte, die du uns gerade vorführen wolltest. Ja, nimm gerne da wieder den Ball auf. Alles gut. Ich gebe mal eben das andere Fenster wieder frei. So. So, hier wieder zurück auf die Demo-Umgebung. Wie gesagt, vorher war tatsächlich unsere PC-Umgebung, wo die App drin lief. Hier unter der Haube von Power Apps werden wir gleich gehen. Zuerst würde ich auf Power Automate fokussieren. Also die Automatisierung von Geschäftsprozesse, beziehungsweise auch vielleicht neue Prozesse, die man entwickeln möchte intern. Ein ganz klassisches Beispiel, was in jedem Unternehmen aktuell ist, ist ein Rechnungseingang. Also jedes Unternehmen hat wohl irgendwo einen Eingang, wo Rechnungen reinkommen. Per Post natürlich ausgenommen, das ist schwierig zu analysieren oder einzusehen mit so einer Automatisierungsworkflow. Aber auch da könnte man sagen, wenn irgendwas gescannt wird, dass dann irgendwas ausgelöst wird. In diesem Fall fokussieren wir uns auf Rechnungen, die per E-Mail reinkommen. Klassisches Beispiel, eine Rechnung kommt irgendwo rein in ein Postfach, was Rechnungen heißt, wenn es laden würde. Und da habe ich, ja, es dauert eben, so, da habe ich Rechnungen mit einem PDF, also E-Mails mit einem PDF im Anhang. Da sitzt immer ein oder mehrere Mitarbeiter, die halt die Rechnung runterladen, die irgendwo zentral ablegen möchten, die meinetwegen weiterleiten müssten intern. Solche Prozesse kann man alle automatisieren. Ich habe dafür in diesem Fall im Power Automate ein Demo angelegt, wo wir halt wirklich eben reingucken würden. Der ist derzeit ausgeschaltet, weil ich einen zweiten habe, der hierauf fortbauen würde. So, da kann ich sagen, wenn eine neue E-Mail eintrifft in diesem Postfach, also in diesem Fall das Postfach Rechnung in dem Inbox, das hier ignorieren wir eben, das ist eine Sicherheit, damit niemand von den Teilnehmern da ein Späßchen erlaubt, dass ich diesen Anhang nehme, von der E-Mail trenne oder zumindest kopiere, in eine also ein SharePoint-Verzeichnis ablege und diese E-Mail in dem Ordner verarbeite, schiebe und als gelesen markiere. So, da ist für diese ganze Aktion würde normalerweise natürlich ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter zuständig sein, je nachdem, wie viele Rechnungen reinkommen. Das ist hiermit alles automatisiert. Ich habe es vor dem Webinar habe ich es durchgespielt, weil es kann ein, zwei Minuten dauern und das würde für so ein Demo nervig sein. Diese sind zu ignorieren. Ich zeige gleich, warum. So, in dem Ordner verarbeitet liegt hier die Rechnung. Heute Morgen geschickt worden, 10.26 Uhr. Die E-Mail ist also gelesen markiert, ist verschoben worden und das ist ein anderes, da. In dem Ordner Rechnungseingang in mein SharePoint ist hier die Musterrechnung 3 erstellt worden. Sind alles Aktionen? Klar, wenn man denkt, okay, wenn man das einmal macht, dann dauert das nicht lange, aber wenn man das hochrechnet, 20, 40 Rechnungen pro, weiß nicht, pro Tag, pro Stunde, was auch immer. Das sind schon ein paar Minuten, die man da spart. Kann man, Robin, kann man auch, mir fällt da gerade was ein, kann man auch, also ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Gerade bei gewissen Unternehmensgrößen, da kommen ja, also es gibt ja eigene Mailadressen, wo für Rechnungseingang etc. pp. Und da kommen ja zig Rechnungen rein von diversen Partnern, Dienstleistern, wie auch immer. Für mich ist jetzt gerade eher interessant, kann man da auch eine Regel einbauen, dass zum Beispiel, man kriegt eine, also Beispiel, ich bin jetzt Geschäftsführer und klar, ich habe die Buchhaltung hat eine gewisse Freigabe für Rechnungen, die dann abgearbeitet werden dürfen, aber wenn da jetzt irgendwie eine Rechnung kommt, die Summe X übersteigt, sagen wir mal 10.000 Euro als Beispiel, einfach mal eine fiktive Zahl hier in den Raum geworfen,
kann man das dann auch so klassifizieren, dass diese Mail automatisch in deinen eigenen Ordner reinguckt, dass ich das prüfe als Geschäftsführer? Also für mein Verständnis, dass die Rechnung ausgelesen wird, kann man das auch so bauen? Geht das? Ja, das kann man auf jeden Fall. Das genau habe ich als Demo nicht hier. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dass Microsoft, oder zumindest eine Automatisierung, basiert auf KI, die Rechnung ausliest, da eine Entscheidung trifft, basiert auf was der Totalbetrag ist, der da in die Rechnung steht, und darauf basiert dann eine Entscheidung trifft, sollte Geschäftsführung, wer auch immer, da eine Genehmigung geben, sollte er das vielleicht zu sehen bekommen, nur als Benachrichtigung. Ich habe Ähnliches auf jeden Fall habe ich hier auch. Da gehe ich eben zurück hier aus dem Workflow hier. Ja. Sollten da übrigens Fragen sein zu dem Workflow, stell sie bitte in dem Fragenabschnitt in Teams. So, da habe ich nämlich eine, basiert auf KI. Und was der macht, eben kurz im Überflug zumindest. So, das noch immer, wenn eine E-Mail reinkommt, etc., hier kommt Anhang. So, was er aber macht, er zieht hier die Infos aus der E-Mail, und Microsoft hat da in diesem Fall, das ist ein standardisierte KI-Modul ist das, was halt alle Daten, die Microsoft zumindest für relevant hält, also Kundenname, weiß nicht, wenn der Name von im Unternehmen da gelistet ist, wenn ein Betrag gelistet ist, eine Währung etc. Das nimmt er alles raus. Und in diesem Fall, ich habe es nicht auf eine Genehmigung, sondern nur eine Benachrichtigung. Aber was dann passiert? In Teams kriege ich hier eine Benachrichtigung. Hallo Robin, neue Rechnung, Firma XY, Rechnungsnummer, Totalbetrag. So, hier ist das nur eine Benachrichtigung, aber das kann man natürlich auch ändern in eine Genehmigung. Indem ich diese Daten in Teams hier als Genehmigung bekomme und ich einfach Ja oder Nein sagen kann. So, mit die Daten, ob ich jetzt Ja oder Nein mache, anklicke, kann ich dann wieder einen weiteren Workflow auslösen. Wenn ich sage, ein Nein heißt, die Rechnung soll entfernt werden, gelöscht werden, kann ich das machen. Wäre nicht so produktiv, könnte man aber. Oder natürlich die Freigabe über ein Ja, und dass die E-Mail oder die Rechnung dann an eine andere Abteilung weitergeleitet wird. Wobei, wenn ich schon einhake, so wie du das jetzt hier zeigst, also klar, mit Genehmigung wäre natürlich Step 2, wäre natürlich die Veredelung. Aber so wie du mir das hier präsentierst, wie gesagt, ich versuche mich immer in diese Rolle reinzuversetzen, finde ich das schon sehr, sehr, sehr spannend. Also, oder auch, also zielführend. Also wenn ich als, so wie du es jetzt gerade in deinem in deiner Teamsumgebung vorstellst, ich quasi als Geschäftsführer oder in welcher Rolle ich dann auch bin und diese Freigaben erteilen kann, so eine Nachricht bekomme, aktiv, finde ich schon sehr, sehr gut, weil Thema Change und allgemein Thema, also ist ja bei Einführung von Microsoft 365-Technologien Change und Adoption ein wichtiges Thema. Und ich kenne das ja, wir predigen das ja immer wieder, dass Microsoft Teams ja die zentrale Anlaufstelle sein soll für solche Themen. Und wenn das dann in Teams abgebildet werden kann, finde ich das schon mal sehr klasse. Dann weiß ich, dass der Punkt nur dafür ist. Ja, kann ich mich für voll beanschließen, natürlich. Um das mal zu erweitern, Teams ist ja zentral in viele Unternehmen, und wenn nicht, dann sollte es das auf jeden Fall werden, meiner Meinung nach. Man kann es auch umdrehen, dass man zum Beispiel über Teams eine Eingabe macht, ob das jetzt, ich schicke jemanden eine Nachricht oder ich schicke einen Bot, also ich tippe hier in diesem Chat eine Nachricht, dass dann irgendwas, also irgendeine Aktion ausgelöst wird. Hier sieht man schon die Option Run Flow, also Flow ausführen, das deutet auf einen Workflow in Power Automate. Und dann kann ich Parameter mitgeben und das wieder automatisiert starten. Andersrum natürlich auch, so wie man hier sieht, kann man eine Ausgabe in Teams packen. Ich gehe nochmal eben zurück auf den Flow, also die Ausgabe habe ich hier natürlich selbst geschrieben. Also selbst geschrieben im Sinne von, also ich habe es definiert, was er ausgeben sollte. Und hier kann ich auch sagen, okay, ich möchte dann auch bitte wissen, welchen Absender diese E-Mail hatte. Dann kann ich hier, oder warte, was nehmen wir? Hier, E-Mail. Wir nehmen Betreff eben, welchen Betreff die E-Mail hatte.
wirklich auch betrifft, dann haben wir an der Information hinzugefügt, dass Betreff der E-Mail halt angezeigt wird. Und das würde dann in diesem Chat würde dann der Betreff der E-Mail auch noch drunter stehen. Andere Daten sind zwar abzugreifen, sind hier nicht sofort verfügbar, kann man aber immer, also Daten wie Absender etc. sind dabei. Das zum Thema Rechnungseingang, wie gesagt, dann ist KI hinzugefügt an dem Ganzen. Das ist hier ein standardisierten KI-Modul. Man kann aber auch selbst welche erstellen und trainieren. Ist ein sehr interessantes Thema, würde definitiv den Rahmen dieses Webinars sprengen, weil es halt lange dauert, um so ein KI richtig mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, höhere Richtigkeit trainieren zu können. Aber man kann, ich hatte mal als Beispiel probiert, dass auch das habe ich selbst gekippt, weil es für so ein Demo viel zu lange dauern würde. Aber wenn man ein Foto von einem Raum macht, wo Leute drin sitzen, dass er halt zählen würde, wie viele Anwesende sind derzeit in einem Raum drin. Sowas könnte man zum Beispiel selbst trainieren über ein KI. Ich habe mal gesehen, ein Beispiel, jemand in ein Lager, der einfach ein Foto macht von irgendein Regal und das Power Automate beziehungsweise also ein KI dann sagt, wie viele Stühle noch vorrätig sind. Vorausgesetzt natürlich, man sieht die Stühle alle. Wenn es Kartons hintereinander sind, ist das was anderes. Das ist klar. Das zum Thema KI erstmal. Ist ganz kräftig, ist fast auch endlos einzusetzen, aber wie man sieht, ist auch für einfachere Zwecke einfach so in eine Automatisierung in Power Automate einzubinden. Genau das Gleiche gilt für Power Apps. Power Apps könnte auch, man könnte auch ein KI da auslösen, aber auch ein Workflow. Da sieht man wieder, dass die einzelnen Komponente der Power Suite halt miteinander vernetzt sind. Robin, Frage, die wir in den Chat bekommen haben. Könnte man in deinem Beispiel, was du gerade genannt hast, auch eine Kamera einsetzen? Also in deinem Beispiel, also ich nehme an, dass das Beispiel gerade ist, wo ich halt ein Foto von einem Regal mache oder die Anwesenden im Raum. Eigentlich beides ginge da. Schwierig ist aber, weil ich nehme an, dass in der Frage eine Kamera gemeint wird, der halt so also eine Security-Kamera quasi, der Videoaufnahme nimmt, dann wird es schon schwierig, weil man einen Livestream von den Bildern dann halt, also vom Video da analysieren lassen muss. Und da braucht man schon viel Rechenpower. Also da würde man, oder ich würde zumindest da einen Screenshot nehmen, dass er quasi, weiß nicht, dass wir die Kamera einstellen, dass er jede Minute einen Screenshot nimmt und das dann einlesen würden. Bevor wir weitermachen, noch eine Frage, auf die ich eingehen würde. Ist es denn realistisch für Unternehmen, eine eigene KI-Power-Plattform zu trainieren? Beispielsweise für interne Rechnungsverteilung? Das hängt, ehrlich zugegeben, hängt vom Unternehmen ab, die Größe des Unternehmens und natürlich den Anwendungszweck. Aber in diesem Fall ist es so, dass ich diese KI, die ich da gerade hatte, die habe ich nicht trainieren müssen. Also ich habe diese, das war ein Standardmodul, was Rechnungen analysieren kann. Und dementsprechend brauchen wir da, also wenn es geht um Rechnungsanalyse, brauchen wir kein Trainieren. Das Ding ist sofort fertig. Wenn man aber sagt, weiß nicht, also ja, zum Thema Rechnung fällt mir eben nichts ein, aber ich habe hier, um dieses Beispiel zu testen, habe ich einfach im Internet eingegeben Musterrechnung und ich habe von 3 willkürliche Seiten habe ich die Rechnung runtergeladen, ohne das Modul weiter zu trainieren und er hat in alle 3 Fälle hat er halt die Werte da richtig erkannt, die da rausgekommen sind. Also in dem Sinne, wenn es geht um Rechnungsverarbeitung, ist es auf jeden Fall definitiv realistisch, um das selbst einzusetzen. Wenn es geht um andere Zwecke,
Wäre das schon irgendwas, was wir besprechen sollten, weil ich kann natürlich nicht alles auf der Stelle so ausdenken. Aber wenn es geht um Rechnung, ist standardisiert da anwesend. Das sind ja aber dann auch Themen, die dann tiefergehend sind, die wir dann auch in unseren Workshops dann beleuchten und dann gemeinsam mit Ihnen dann angehen würden, ne? Also klar, dieses Webinar dient ja auch heute erstmal rein zur Information. Wir sind ja auch noch nicht durch, wir haben auch noch ein bisschen was zu dem Thema. Aber ja, solche in Sachen, die möglicherweise individuell basierend auf ihre Geschäftsprozesse gestaltet werden müssen, sind dann halt alles Themen für Workshops, die wir dann gemeinsam machen. Weil, wie ich schon zu Anfang sagte, die Arbeitsweise oder wie der Titel des Webinars ist, die Arbeitsweise der Zukunft mit Microsoft Power Platform, es ändert sich ja viel und viele Sachen. KI ist ja auch ein Begriff, der heute ja auch in dem Webinar schon gefallen ist, beziehungsweise auch in Zukunft uns immer mehr und mehr begleiten wird. Und das sind alles so Themen, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen auch angehen wollen würden. Bevor wir aber jetzt hier reingehen, Robin, Stichwort Live-Demo. Wie gesagt, keine Freunde von Folienschlachten. Du hast uns gerade schon sehr, sehr viel gezeigt. Vielen Dank. Ich würde dich aber darum bitten. Ich hoffe, du schaffst das. Ich weiß, du schaffst das. Lass uns doch live mal was bauen. Ich finde das immer cool, zu zeigen, dass der Aufwand dahinter, ja, es ist ein Aufwand, aber dass der für manche Themen gar nicht so unbedingt groß ist, so, und dass man sich an diese Themen rantrauen sollte. So, mein Use Case oder ein klassisches Thema, was ich immer wieder auch von Unternehmen höre, was wir auch intern mal kannten, das Thema, und zwar Genehmigungsprozesse. Kannst du live für uns ein Flow bauen, für Beispiel eine Anfrage für ein neues Notebook oder ein Smartphone oder wie auch immer. Hast du da was? Kannst du da auf die Schnelle uns was zeigen, wie man es baut? Das können wir auf jeden Fall. Da muss ich zu sagen, ich kann zeigen, wie es funktionieren soll, wird. Und bis zu einem gewissen Maß kann ich es natürlich bauen, aber schick machen etc., das würde auf jeden Fall nicht in diesem Workshop passen. Ich will auch nicht das Gefühl übermitteln, dass man denkt, okay, so eine App kann man wirklich in 2 Minuten bereitstellen. Bereitstellen schon allerdings, aber halt schick machen, anpassen etc. Muss man auf jeden Fall Genau. mitrechnen. Genau, also das ist sowieso ein Thema, Robin, da hake ich auch gleich mal ein. Genau, es geht jetzt heute nicht darum, Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Das ist genauso wie auch, wenn wir in unseren Kunden oder in unseren Workshops über das Thema SharePoint sprechen oder SharePoint Online, das Thema, was ja gigantisch ist. Ne? Also da gehört auch viel Design zu, weil die User-Akzeptanz muss ja auch da sein. Dementsprechend das Bereitstellen ist Punkt 1, das Ganze natürlich auch ansehnlich zu machen, auch in dem Fall mit diesen Apps beziehungsweise nutzerfreundlich zu bauen, ist ein getrenntes Paar Schuhe. Dafür haben wir natürlich heute nicht die Zeit, das ist logisch. Es geht erstmal, wie gesagt, eher den technischen Hintergrund. Das würde ich halt gerne auch mal von dir gesehen haben. Das kann ich gerne zeigen. So, dann. So, zugegeben, ich habe hier eine Liste. Die war schon da, beziehungsweise habe ich angelegt. Das dauert 2 Minuten. Ist gleichzustellen an eine Excel-Datei oder manche kennen eine SharePoint-Liste schon, halt eine Tabelle mit Einträgen. In diesem Fall brauche ich da einen Titel. Wer hat es beantragt? Was habe ich beantragt? Ab wann benötige es? Wie viel kostet es? Und natürlich, so wie du gefragt hast, Genehmigung. Also jemand muss ja freigeben, ob ich einen Laptop bekommen darf. Das ist derzeit, warte, nee, das sage ich falsch. Ich wollte sagen, das ist das Einzige, was da schon existiert. Aber da kommen wir zum Zweiten. Was wir wollen. Wir wollen, dass ein Mitarbeiter einen Eintrag erstellen kann, aber natürlich, dass er nicht selbst sagen kann, okay, ich genehmige das für mich selbst. Wenn man hier es auf eine SharePoint-Liste macht, dann kriege ich sofort die Möglichkeit Genehmigung. Ja, man kann das Formular hier anpassen, schön ist es aber trotzdem nicht und es ist schwierig rauszufiltern, dass ich nicht Einträge von jemand anders sehe. Wenn Daniel zum Beispiel einen Eintrag erstellt, dann es geht mir nichts an, dass er gerade einen Laptop bestellt hat oder bestellen lassen hat. Genau. So, man kann aber hier direkt
in der Power Apps Seite, übrigens make.powerapps.com gilt auch für Flow, also Power Automate, make.powerautomate.com sind halt die Seiten, wo man anfängt. Ich kann hier eine App erstellen und ich sage, so als Quelle möchte ich eine SharePoint-Liste. So, dann lädt das eben natürlich und dann fragt er, wo geht's drum? Naja. In diesem Fall mit welchem Konto? Das Konto würde ich benutzen. Und dann zeigt er, okay, ich habe Zugriff auf diese SharePoint-Sites und dann nehme ich hier Anfrage Arbeitsmittel, meine SharePoint-Liste. Connect. Und dann erstellt er für mich eine App, die natürlich nicht sofort auf alle meine Bedürfnisse anschließen wird, aber die mir auf jeden Fall ein gute paar Stunden sparen wird, um so einen Prozess halt bildlich abzubilden in eine App. Hier sieht man schon meinen ersten Eintrag und ich kann da, so wenn ich hier auf den Eintrag gehe, wie man sieht, ist noch nicht alles schön, muss man noch kurz nachjustieren, würden wir jetzt nicht genau machen, aber da sieht man schon, ich habe es angefragt, PCO-Demo. Alles steht da drin, aber ich sehe noch immer Genehmigung. Und ich könnte noch immer alles in der Liste sehen. So, wenn ich aber hier reingehe und ich sage, hier reingehe, wo ist der? Detail Screen, der. So, das zeigt er an. In Detail Screen gehen wir da rein, Detail Form. Und ich sage, die Genehmigung, die sollte nicht angezeigt werden. Dann ist er damit weg. Dementsprechend sehe ich da auch nicht, was da gemacht worden ist. Und ich kann auch genau das Gleiche beim Hinterlegen eine neue Genehmigung oder eine neue Anfrage, kann ich auch sagen, ich möchte das hier, möchte ich gar nicht angezeigt bekommen, indem ich hier auch wieder das Feld einfach wegnehme. Und Attachment brauche ich auch nicht. So. Wenn jemand also was einträgt, kann nur das hier passieren. Also kann ich nur das eintragen. Dann drücke ich auf Anlegen und dann wird halt eine Anfrage da hinterlegt in der Liste. Ich kann das mal eben durchspielen. Oh, eben. So. Der Admin hat es beantragt, ist derzeit eben der Einzige, der angezeigt wird, weil sonst keiner Zugriff hat. Ich will einen Bildschirm, ich benötige das ab dem 8. und das kostet 500 Euro. Vielleicht ein bisschen teures Bildschirm, aber gut. So, jetzt habe ich es angelegt. Und wenn wir hier einen Refresh machen, ist sofort mein gerade eingetragener Eintrag ist da. In diesem Fall beantragt von ist der Administrator, weil ich den gerade ausgewählt habe. Natürlich kann man da auch automatisch eintragen, dass mein User da eingetragen wird. So, Ansicht der Zeit, eine kurze Erweiterung noch. So, man kann auch, wenn man jetzt sagt, also jetzt muss eine Genehmigung stattfinden, kann man halt über einen Automatisierungsworkflow, kann man halt sagen, okay, der Vorgesetzte dieser Person sollte jetzt das Ganze genehmigen. Ich brauche dafür Titel und wer es erstellt hat. Dann zieht er halt der Manager, also der Vorgesetzte von der Person, der das Ganze erstellt hat. Und der kriegt in Teams, kriegt er eine Anfrage, genehmige bitte das Ding. Auch das ist, das ist das Letzte, weil ansonsten geht es wirklich zu tief. So, wenn ich hier zum Beispiel sage, warte, muss ich eben mein Spickzettel, weil ich habe das schon so. Eben den Flow hinzufügen, damit diesen Flow in diesen App abrufbar ist. Und dann kann ich sofort hier sagen, wenn ich auf diese Taste drücke, sollte mein Flow ausgeführt werden. Mit zwei Parametern, der fragt einmal Text, einmal E-Mail. Das sind die Daten, die ich hier abfrage.
Jetzt mache ich das nicht weiter. Also hier kann ich natürlich sagen, okay, der sollte erstellt von, sollte als E-Mail-Adresse genommen werden, etc. So sieht man, wie man die beide vernetzt. Also ich kann es so einrichten, dass wenn ich hier auf Speichern drücke, dass dann ein Workflow ausgelöst wird, der sollte wieder genehmigen. Und das Ergebnis letztendlich raus ist, dass hier in der SharePoint-Liste einmal Genehmigung auf genehmigt gesetzt wird. Wie gesagt, jetzt so eben in 5 bis 10 Minuten das Ganze einzurichten, das ist nicht machbar, aber zumindest zu sehen, dass die Komponente alle, dass die alle direkt vernetzbar sind miteinander, das ist auf jeden Fall, vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen mal nachzudenken, welche internen Prozesse könnte ich damit abdecken. Und ich hoffe, dass es damit nicht zu technisch gewesen ist, das letzte gerade. Aber ansonsten natürlich können entweder Fragen gestellt werden oder kommt gerne auf uns zu für einen Workshop. Da kann ich auf jeden Fall auf die Tiefe Sachen erklären, aber natürlich auch eine Stufe drüber, wenn wir noch nicht so weit sind, um technisch alles anzugehen. Ich würde sagen, erstmal, weil ansonsten geht es wirklich zu weit mit diesem Demo, ja, würde ich sagen, da mache ich einen Cut. Ist das Letzte natürlich, weil es halt sehr technisch ist und das viele Komponenten beinhaltet, ist natürlich irgendwas, was ein bisschen wuselig ist in so eine in so ein Webinar. Aber wie gesagt, persönlich würden wir das gerne natürlich mit Ihnen durchspielen. Ja, es geht ja an der Seite. Robin, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Danke, dass du auch das Ganze dann eben kurz live gemacht hast. Ziel und Zweck dieses Webinars war es ja erstmal, darauf aufmerksam zu machen. Es ist sehr schön, dass Sie alle schon mal dabei waren oder dabei sind heute bei dem Webinar, weil das zeigt uns ja, dass dieses Thema ja interessant ist, dass Sie schon mal von diesem Thema gehört haben. Und wir wissen auch, dass das Thema, ich habe es ja im Eingang schon mal gesagt, in Zukunft auch noch viel, viel mehr werden wird. So wie Robin das schon sagte, laden wir natürlich herzlich gerne im Nachgang zu weiteren Gesprächen ein. Gerne im Rahmen von Pre-Sales sprechen wir erstmal miteinander über Ihre genauen Anforderungen und schauen dann, dass wir dann gegebenenfalls in einem Workshop, wie wir das Ganze dann darstellen können. Wie gesagt, wir sind da auch stark am Ausbau. Und Robin ist ja nicht alleine nur bei uns, der das Thema gerade treibt. Du wurdest heute nur für das Webinar auserwählt und hast da ja auch federführend den Hut an. Ansonsten sind wir schon fast am Ende unserer Zeit. Wir haben noch die Möglichkeit, auf Fragen einzugehen, wenn noch Fragen da sind. Ich selber, Robin, habe an dich erstmal keine Fragen. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Vorstellung. Vielen Dank, dass du das so schön und toll mit deinem Akzent, mit deinem holländischen Akzent erklärt hast. Macht es immer wieder sympathisch. Ich freue mich da immer drüber. Kriegt man gratis dazu, wenn man mich bucht. ansonsten, wenn es soweit erstmal keine Fragen mehr gibt, würde ich gerne auf upcoming Events darauf hinweisen. Ja, ich weiß nicht, Hanna aus unserem Marketing hat es schon mal angekündigt oder die, die unser Newsletter kriegen, wissen, dass wir immer wieder spannende Events haben, natürlich PCO ganzheitlich, aber auch wir aus dem Team Modern Infrastructure nehmen dieses Jahr ein bisschen PS auf. Ich habe jetzt einfach mal 2 Events ausgewählt, die in der Pipeline stehen, auf die ich schon mal hinweisen möchte. Vorab, es wird auch zu dem Thema Microsoft 365 Cosmos eine ganze Webinarreihe geben, wo wir auch auf das Thema Microsoft Security eingehen, wo wir diverse andere Themen auch besprechen werden. Gerne, wie gesagt, 2 Events, die mir am Herzen liegen und wo ich sie gerne alle nochmal einladen würde. Und zwar am 7.3. geht es direkt weiter mit einem digitalen Event. Dein Weg in die Cloud mit Microsoft Azure, wirklich sehr, sehr cooles Thema. Auch 1 Stunde von 11 bis 12 Uhr. Wie gesagt, gerne einladen. Wir sind gerne dazu herzlich eingeladen. Link finden Sie da unten unter, also zumindest auch hier in der Folie. Ansonsten 2. Event, ein Präsenz-Event, wo ich mich besonders drauf freue.
ist unser Event Next Level Infrastructure, geht in die weitere Runde. Letztes Jahr ein voller Erfolg gewesen. Dieses Jahr freue ich mich auf noch mehr Teilnehmer, auf noch mehr Partner, die vor Ort sind. Am 18.04. von 9 bis 16 Uhr lade ich Sie herzlich ein. Gerne registrieren. Ich merke gerade, ein Rechtschreibfehler ist hier drin. Ja, und ansonsten, wenn es keine Frage, ich gucke noch mal kurz in den Fragenkatalog rein. Wenn es keine Fragen mehr gibt, sage ich vielen, vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen für Fragen und Antworten gerne bereit. Und ja, hiermit würde ich das Webinar beenden und wünsche allen noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank und einen schönen Arbeitstag.